Hallo Welt, da sind wir wieder, hier bei den Flüchtlingen. Und Sarah, du bist auch da. Hallo Sarah. Ja, hallo YouTube, hallo Richie. Ich hallo. Bin auch da. Ja. Und ziemlich kaputt. Ich muss meine Leute hier wechseln. Ja, ich auch. Und ich habe aber noch eine Tasche mit Munition dabei. Falls du die haben möchtest, tue ich die mal ins Auto. Ist draußen was los? Nein, im Moment noch nicht. Dann kann ich die Tasche ja in ein Auto packen. Ich muss meine Charaktere wechseln, beide. Weil die ziemlich kaputt sind. So, ich habe da ein Auto voll gemacht. Da waren noch ein paar andere Sachen drin, die wir letztens gesammelt haben, die ich da noch nicht reingepackt habe. Ja, ich auch. Ich muss auch meinen Charakter wechseln. Tür zu. Ich kriege die Tür wieder nicht zu. So, wo haben wir denn noch jemanden, den wir mitnehmen könnten? Sorry to bother you, can you give me a hand? After you. Okay. Warum ist ein Ausrufezeichen bei den Waffen? Da ist eine Mission offen dann. Spezialisieren, erkunden, erhöhte Erkennungsreichweite, Gegnererkennung und Waffenhaltbarkeit. Das ist gut. Verstohlenheit, schnelleres Schleichen, leisere Interaktionen und reduzierte Sichtbarkeit für Gegner. Das ist aber auch ganz gut. Also hinter allen Waffen habe ich jetzt ein Ausrufezeichen. Ja, ja, die Schusswaffen. Wahrscheinlich gehört das zu irgendeiner Aufgabe dann. Oh ja, ihr geht's ganz gut. Ja. Gut, da muss ich mal gucken, was für Munition sie braucht. Oh, aber die Nahkampfwaffe ist ziemlich hinüber. Ist da keine Mission bei dir offen? Beseitige Infektionsherde, um Moral zu verbessern, werte die Kommandozentrale auf. Mhm. So. Einmal kann ich nicht. Okay, kann ich nicht. Ja, was nimmt er denn da? Dann nimmt er halt eine Axt. Ach, der hat ja was. Dann brauchen wir das nicht. Was soll denn doch? Ferngezündeter. Wurfbrandbombe, Wurfsprengstoff. Okay. Dann nehmen wir doch mal einen Benzinkanister mit. Und so. Davon was. Und ansonsten bin ich gut ausgerüstet. Hört sich gut an.
Ja, ich muss mich noch komplett ausrüsten. Meine Satkiran ist absolut leer. Benzin hast du dabei, sagst du? Ein, den habe ich nur. Kopfstand vom ganzen Gans. Sprich mit Anthony darüber, zum Arsenal seiner Gruppe beizutreten. Was ist das? Überlebensaktivitäten? Untersuche die Überlebensaktivitäten beim der Friedhofs. Medikamente, Seuchenherz machen wir aber. Ja. Zur Ablenkung habe ich jetzt gar nicht so viel. Was brauchen wir denn da? Ich gucke auch nochmal, was dabei ist. Zur Ablenkung, Feuerwerk oder so etwas wären gut. Böller, Knaller. Radios. Heulschützenmühle. Platzierter Lock voll Röhre mit Feuerwerk. Röhre mit Feuerwerk, das wäre hey gut, ja. Okay. That's a full-on horde. Ja. If we don't clear out some infestations, we're gonna be in deep shit real soon. Ja. Okay, habe ich dir hier hingeschmissen. Ach so. If this was a job, they'd be giving us a raise. Ach so, ja, ich habe von mir welche mitgenommen, aber gut. Hast du denn auch welche im Inventar? Nee. Für den Notfall. Nee. Soll ich dir wieder welche hinschmeißen? Nee, ich habe noch genug. Ich habe auch Radio, wenn du brauchst. Ich habe zwei Radios dabei. Ich glaube, das könnte reichen. Ja, was wir brauchen, starke Waffen. Also, wenn wir ein Seuchenherz ausnehmen wollen, brauchen wir Granaten oder so. Hab ich. Viele? Ich habe eine Granate, drei... Wie heißen die? Wurfbrandbomben. Dann ein Wurfsprengstoff. Und noch ein Wurfsprengstoff. Ich packe aber noch mal was ein. C4 hast du nicht zufällig schon, oder? C4? Die platzierten. Ferngezündeter Sprengstoff, C4-Ladung. Ja, das soll gegen solchen Herzen sehr gut sein. Dann, aber ich habe keine Ahnung, wie das verwendet wird. Weiß ich auch nicht. Schützenmine habe ich. So drei von denen. Granaten habe ich keine mehr. Nur eine, aber das müsste ja dann reichen. Brandbombe. Ja, von mir aus auch noch. Ja, ich habe genug. Meinst du? Ja. Ich habe von allen jetzt ein bisschen was genommen. Drei immer. Also, ich sehe auf der Karte keinen solchen, doch ein Seuchenherz ist hier. Ja. Die Primärziele sind allerdings säubere deine Stadt von Seuchenherzen. Ja, das ist es ja. Genau. Ja. Du siehst kein weiteres Seuchenherz mehr, oder? Nein, ich habe nur eins noch. Okay. Und dann die Infektionsherde. Hast du vielleicht ein Scharfschützengewehr? Da hinten ist ein Screamer. Na, ich habe ein Gewehr. Ach, du bist schon draußen, ne? Mhm. Everybody stay alive till I get back. Oh.
Hast du Tod jetzt für die Autos? Okay, ja. Er ist down. Toolkits für die Autos. Hatte ich gerade mit Red Eye 1. Ich glaube, im Inventar habe ich keins mehr. Ja, hier ist eins drin. Okay, nimm mal vorsichtshalber mit. Ja, liebe Welt da draußen, da geht's an das krasse Seuchenherz. Und das mit so vielen Gegnern hier. Sehr gefährlich. Der Wagen ist gut getankt. Mhm. Fahren wir mit zwei Autos? Ja. Okay. Wir müssten aber eben die Autos ausräumen, da ist noch was drinne. No room for that. Hier bei dem gelben ist nur ein Benzinkanister drin. Das ist vielleicht ganz gut, wenn er drin bleibt. Ja, ja, der bleibt drinne. Benzin kann ruhig drinne bleiben, aber das, was wir nicht brauchen von einem anderen, das können wir ruhig rausnehmen. Wie zum Beispiel Munition und sowas. Das Medikament lasse ich auch da drin, da ist ein Medikament drin. Okay, beide sind voll geladen. Dann fahren wir los. Gut. Ja. Altes Gehege ist das, aha. Fahr du vor, ich fahr hinterher. Oh, hoppla. Erstmal wieder hier so mit dem Wagen, mit der Steuerung klar. Warte. Wie bist du denn da vorbeigekommen? Nur Seiten. Oh. Links. Links? Ja, hier. Viele Zombies unterwegs. Da sind wir dran vorbei? Ja. Aber ich hatte hier gerade... Mann, man kann ja nicht mal in Ruhe auf die Karte gucken. Der nimmt mir jetzt schon das Auto hier auseinander. A lot of plague zombies around here. Oh, Vorsicht, ein Aufgeblähter auf dem Feld. Das wäre sehr ungünstig jetzt. Okay. Lenkst du die alle ab? Okay, der Aufgeblähte ist hinüber.
Wow, der ist hartnäckig hier, Mann. Hau doch mal ab. Ich werde den einfach nicht los hier, das gibt's doch nicht. Die haben die viel stärker gemacht, die Zombies. Normalerweise kann man hier immer so einen Drift machen und dann... Oh, jetzt hat er die Tür abgerissen. Jetzt können schon die normalen Zombies die Türen abreißen. Ja, da sind noch welche. Oh, da kommt eine ganze Horde hier. Was ist passiert? Aufgeblähter. Volles Auto. Völlig kaputt. Gut. Ach, one left. Oh, da kommt jetzt ein Herr, den hat toll. And I'm out. Fire in the hole! Vorsichtig, fang an. War es das etwa? Sieht so aus. Wow, da hatten wir aber echt Glück hier. Oh, dann packe ich die Radios wieder ein hier. Ach, kann man nicht mehr einpacken? Oder? Das weiß ich nicht. Oh, das hat aber gut geklappt jetzt. Die muss man doch wieder einsammeln können. Nee, kann man nicht. Ach, zwei Radios habe ich jetzt hier stehen. Ich nehme die ganzen Seuchenproben mit hier, ja? Mhm. Ist da sonst noch was drin? Empty. Moving on. Nichts mehr drin? Ich habe da einiges jetzt rausgekriegt. Hier ist noch was für dich. Da wo das Seuchenherz war. Ich suche noch einen Container. Ah, ich habe ihn, glaube ich, gefunden. That's nice. Ish. My work here is done. Armbrust. Ja, ich bin hier fertig. Ich laufe mal ein bisschen das Feld runter. Da liegen noch ein paar Seuchenproben, die hole ich mir. Ja, liebe Welt da draußen, das heißt dann wohl, und Sarah auch, das heißt dann wohl, dass wir in den nächsten Folgen uns um die Infektionsherde noch kümmern, oder? Ja. Damit die sich nicht wieder in Seuchenherzen verwandeln. Genau. Schade um die Radios, echt. Naja, kann man nichts machen. Ja, genau, das wäre auch dann... Oh, nee. Das Primärziel ist immer noch, säubere die Stadt von Seuchenherzen.
Also ist irgendwo noch ein Seuchenherz hier versteckt wahrscheinlich, das wir noch nicht entdeckt haben. Okay. Go for it. Vielleicht kannst du über Funk irgendwie mal nachfragen, ob jemand ein Seuchenherz entdeckt hat. Oh, was liegt denn hier Schönes? I vote we burn some plague hearts. How about it? Der Rucksack habe ich rausgeschmissen. Ach so. Ist der gut? Acht. Aber ich habe keinen Platz mehr. Hast du Toolkits jetzt? Eins habe ich dabei, ja. Aha. Moment. Lagerhaus? Gibt's noch einen solchen? Pfund? Ah, ja, oh. Da. Ach so, hast du? Solchen Herz. Ich habe nachgefragt, es gibt noch eins. Ich habe es markiert auf der Karte. Ah, da ganz oben jetzt echt. Mhm. Das ist ja übel. Also fahren wir hier lang, dann da lang und dann rechts. Und dann ist das an der vor der ländlichen. Ach, da ist das. Schwer zu sagen jetzt. Ich weiß nicht genau. Ist so lange her, weißt du? Da weiß ich nicht mehr, wie das hier alles läuft. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, ich schlage vor, dass wir in der nächsten Folge dann dahin fahren. Ja, aber hier haben wir auch noch was zu looten, Richie. Ja gut, dann vielleicht looten wir in der nächsten Folge. Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.